Stronghold ist ein Spiel, von dem ich seit seinem Erscheinen gedacht habe, wow, das ist ja genau das richtige Spiel für mich. Eine Platziert Burg, euren Kauf nein, an eine der Schreie. Festung bauen, mit allen möglichen Schikanen, die dann von einem Feind belagert wird, der sich an meiner Konstruktion die Zähne ausbeißt. Das klingt genau nach dem Spiel, das wie für mich gemacht wurde. Zum einen liebe ich die klassischen Ritterfilme. Möglichst prächtig, bunt und monumental muss es zugehen, mit klingender Rüstung und ganz viel Material und Menschenaufwand. Klassiker wie El Cid oder modernere wie Ihr Königreich könnt das der nicht Himmel dort kommen mir in den platzieren, Sinn. mein Lord. Und das als Computerspiel. Perfekt. Tatsächlich habe ich aber bis heute Stronghold nie gespielt. Obwohl ich schon seit vielen Jahren die Stronghold Collection in meiner Sammlung habe, die alle Teile bis Stronghold Legends beinhaltet. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden Es hat sich dahin, einfach nie euer ergeben, Gnaden. mich in das Spiel reinzuarbeiten. Das Tutorial ist nämlich wirklich extrem langweilig. Der Erzähler ist zwar von seiner Stimme her sehr gut getroffen für das Mittelalter-Setting, aber er labert und labert und labert, so dass man die Aufgabe längst abgeschlossen hat, bevor er fertig ist. Dazu kommt, dass einem viele Dinge gar nicht erklärt werden im Tutorial und man dann erstmal wieder im Hauptmenü landet und sich dann fragt, wie es wohl weitergeht. Da hat man dann die Wahl für kampfbasierte oder wirtschaftsbasierte Spiele. Ich dachte mir, okay, spiele ich erstmal in aller Ruhe ein wirtschaftsbasiertes Spiel, ums Kämpfen kann ich mich hinterher immer noch kümmern. Ich wünschte mir, hätte das Spiel verraten, dass das Tutorial in der kampfbasierten Kampagne weitergeht und ich dort auch ein paar stimmungsvolle Zwischensequenzen bekomme. Es sind zwar nur Dialoge mit Charakterporträts und dem Erzähler, aber immerhin, man wird in die Welt eingebunden und die Missionen fangen halt mit wenigen wahren Kreisläufen an und wechseln dann erst langsam zum eigentlichen Kampf. Eine perfekte Lernkurve und man hat mehr als genug Zeit, sich mit den Elementen des Spiels vertraut zu machen. Im wirtschaftsbasierten Spiel hingegen werde ich sofort mit Zufallsereignissen wie der Pest, die meine Kühe dahinrafft, und Käfern, die meine Ernte zunichte machen, bombardiert, ohne jeglichen Kontext. Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht und nicht, dass es Mission Design ist. Zudem sind es keine reinen Wirtschaftsmissionen. In der einen bin ich nämlich gleich zu Beginn von Wölfen überfallen worden und da ich keine Ahnung vom Kampfsystem hatte, haben die auch schön einen Bewohner nach den anderen erledigt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das sogenannte Vogelfreie, kurz vorher die Karte betreten haben, die ich dann direkt steuern kann, um mit ihnen Jagd auf die Wölfe zu machen, das habe ich natürlich nicht bemerkt. Musste erstmal im Internet recherchieren durch Gucken eines Playthroughs. Nach der Wirtschaftskampagne sind dafür die ersten Missionen in der Kampfkampagne easy peasy. Hätte ich das eher gewusst, wäre mir der Einstieg leichter gefallen. Und wow, was für ein Spiel. Es ist tatsächlich so gut, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Das Aufbausystem mit seinen Warenkreisläufen funktioniert richtig toll und ist sehr schön auf die Metapher gelegt. Zuerst Nahrung ranschaffen, wofür es unterschiedlichste Möglichkeiten gibt, die Jagd, Obstbäume, Käse produzieren oder Brot backen. Je nach Karte geht das eine besser oder schlechter. Später spielt auch die Zufriedenheit der Bevölkerung eine Rolle, da ist ein abwechslungsreicher Speiseplan eh von Vorteil. Da die Zufriedenheit direkten Einfluss darauf hat, wie viel Steuern sich erheben lassen. Um Krieg führen zu können, braucht es nämlich Gold. Und nur zufriedene Bewohner zahlen gerne Steuern. Die Zufriedenheit lässt sich anfangs durch höhere Essensrationen steigern, später auch durch Dinge wie Religion, durch den Bau einer Kirche, für die Steine benötigt werden, oder Amüsement in der Dorfkneipe, für die man dann Bier brauen muss. Und um eine Armee ausheben zu können, braucht man natürlich auch eine gut geschmierte Waffenproduktion und Bewohner, die gerade keine andere Arbeit verrichten, aber natürlich dennoch Nahrung benötigen. So ist alles geschickt miteinander verzahnt. Zumindest in den ersten Missionen läuft es stets darauf hinaus, eine befestigte Stellung auf der Karte zu errichten, an der sich der Feind, der nach einer geskripteten Zeitspanne auftaucht, die Zähne ausbeißt. Dabei bietet jede Karte stets andere Herausforderungen. Mal lässt sich nur ein bestimmtes Lebensmittel anbauen oder der Platz ist beschränkt. Ressourcen sind knapp, der Feind greift früh an und so weiter und so weiter. Ich bin echt begeistert von Stronghold, weil sich die Karten dank Zeitbeschleunigung sehr flott spielen und die immer wieder unterschiedlichen Ausgangssituationen für Abwechslung sorgen. Soweit ich gespielt habe, steigt auch die Herausforderung sehr angenehm an. Zumindest in der kampfbasierten Kampagne. Und bietet mit jeder Mission neue Herausforderungen. Die Story, wo man nach und nach gegen die vier Widersacher antritt, zuerst der Ratte und am Ende dem Wolf, gefällt mir auch ganz gut. Zumindest reicht es mir als Motivation aus. Klar darf man hier kein Game of Thrones erwarten, aber für mich war es ausreichend. Stronghold werde ich bestimmt noch ein bisschen weiterspielen.
Zumindest bis zu dem Punkt, wo es mir zu viel Arbeit wird, alle Systeme gleichzeitig zu managen. Aber letztlich ist Stronghold genau das Spiel, was ich mir immer vorgestellt habe. Hätte ich ruhig mal eher spielen können. Sie verraten uns mit Sicherheit.